geht ab, Leute. Hunger. Zurück in die Arbeit nach den Feiertagen, nach dem ganzen Quest-Hype, Mew-Hype. Dann am Ende sogar noch Latios-Hype. Ich habe ein Video dazu gemacht, dass Latias und Latios kommen. Für uns erstmal Latias. Muss mal schauen, ob ich jetzt noch irgendwo einen finde. Aber in der Ankündigung wurden auch die anderen Raids erwähnt. Und ich hatte die Vermutung, dass die vielleicht die Raids ändern. Und tatsächlich haben die Raids wieder geändert. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Davor blende ich euch jetzt erstmal einen Rosana Raid noch ein. Ihr wisst ja, ich versuche jeden 3 Raid alleine zu schaffen, solo. Deswegen zeige ich euch nochmal das mit Rosana. Auch wenn Rosana überlebt hat, weil Rosana gibt es immer noch. Blitzer jetzt wieder weg. Ich hatte noch keinen Versuch gegen Blitzer. Konnte aber meine Godon auch noch nicht auf Max pushen, solange wir kein Doppel-Bonbon-Event bekommen. Und Azumergel habe ich ja verpasst. Mal schauen, ob der irgendwann mal zurückkommt. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Rosana. An meinem, Moment, lassen wir den erstmal vorbeifahren. An meinem neuen Spot für Neuigkeiten. Ihr habt den Rosana Raid gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das eingeblendet habe. Habe ich euch das gezeigt, wo ich bei der Arbeit das gemacht habe? Bei der letzten Arbeit. Rosana war kein Problem. Psycho Eis, Despot regelt, kein Problem. Es gibt neue Raids. Und die schauen wir uns jetzt genau an. Blende ich hier ein. Oder hier. Weiß ich noch nicht genau. Und zwar Level 1 gibt es neu. Zürlicht und Schuppet. Und hier kann man auch direkt sehen, alle Level 1er gibt es Shiny. Also Zürlicht bräuchte ich theoretisch noch, aber... So, weiter geht's. Wir wurden kurz gestört. Also, ich wollte sagen, ich bin kein Shiny-Jäger. Dementsprechend habe ich jetzt kein so großes Interesse. Und Schnapp gefällt mir eigentlich auch, also habe ich nie gemacht. Und Wabble auch. Level 2 ist Traumvogel und Sneebel dazu gekommen. Einmal Geist und einmal Unlicht Eis. Also der ist sogar doppelt gut gegen Latias und Latios. Weil das Thema ist ja neue Raids, die effektiv gegen die 5er legendären Raid-Bosse sind. Was übrigens ganz cool ist, das Thema, dass man die anderen Raids an die anpasst. Die Sache ist jetzt nur, Latias und Latios sind 2 Monate jetzt. Ja. Heißt es, dass 2 Monate diese Raids nicht mehr wechseln. Weil in letzter Zeit haben die das echt oft gewechselt und ich fand das ziemlich cool. Aber wenn die das jetzt für 2 Monate so beibehalten, dann wird es wieder ein bisschen öde. Kommen wir zu den Dreiern. Das ist das Interessante jetzt. Pinsir. Ihr wisst, mein Lieblings-Pokémon Pinsir, den muss ich auf jeden Fall machen. Also darauf freue ich mich so richtig. Und dann Granbull. Ich habe einen Granbull auf Max gepusht, letztens wegen dem Event da mit dem asiatischen Neujahr. Und der ist echt nicht schlecht, also der wird echt unterschätzt. Deswegen könnte es schon sein, dass der ziemlich schwer wird als 3er Solo Raid.
Also die 2.9, ich bin gespannt. Wie gesagt, Rosanna haben wir gerade gemacht, habe ich euch gezeigt. Gengar muss ich nochmal neu machen. Ich habe jetzt 200 am Mewtwo, weil es gibt so einen Rekord, der schnellste Gengar Raid. Solo. Mal schauen, ob ich den knacken kann mit 200. Selbes gilt eigentlich auch für Machome. Mit Mewtwo, Psycho. Das ist jetzt was vollkommen anderes. Vierer, neu, Hundemon und Valreiser. Valreiser ist eigentlich ziemlich cool. Hundemon, naja. Absol, Stolos und Despota sind übrig geblieben. Despota Zuklas. Der ist jetzt schon seit Anfang an dabei. Eigentlich überhaupt nichts Interessantes mit dabei. Nur für mich jetzt wegen den Solo Raids, Finzi und Gumball. Aber um ehrlich zu sein, nur Müll. Aber schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Auf welchen Raid was seid ihr gespannt? Welchen wollt ihr machen? Welchen findet ihr gut? Und wie findet ihr das, dass sie alle Raids an die legendären Raids anpassen und jetzt zum Beispiel das Thema Drachen und Psycho haben und die anderen Raids dann gute Konter dagegen sind? Ich finde es ziemlich cool. Problem ist halt, die sind 2 Monate, oder? Heißt das jetzt, dass 2 Monate lang diese Raids nicht mehr geändert werden? Wer weiß. Auf jeden Fall, das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Raids ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, probieren Sie das Business.